Herzlich willkommen in der Aquarellschule Ella die Fee, hier beim Malen mit Kerstin mit einem kleinen Technikvideo zum Thema Land, Feld, Gartenzaun sozusagen. Den Ellas Tipp hier findet ihr in meinem Shop. Richtung Weihnachten jetzt, dann bekommt ihr dann auch Weihnachtskarten, Kalender für das Jahr 2024 und so weiter. Schaut vorbei, ich freue mich. Wir starten, indem wir das Blatt anfeuchten. Die Materialien findet ihr unten in der Box. Ich arbeite hier gerade mit Aquarell. Die sind auch unten beschrieben und es gibt einen Link dazu. Ich werde die Farben auch durch andere Farben, also ich werde euch sagen, welche Farbe ihr durch welche Farbe ersetzen könnt. Das findet ihr dann auch unten in der Box. Und jetzt starten wir mit einem Gold Ochre, gefolgt von einem Caput Mortuum. Und von oben kommt ein Anthraquinone Blue, anschließend ein Slate Grey Blue. Ja, die Farben verblenden wir. In der Mitte schauen wir, dass so ein Lichtblick, eine helle Stelle am Himmel stehen bleibt. Der Rest ist eher herbstlich, grau, nebelig. Und wir malen hier Bäume an den Horizont. Eine Baumreihe in der Ferne, vielleicht ist es ein Waldrand, vielleicht sind es aber auch viele Bäume, die einfach da so in einer Allee stehen oder an einem Straßenrand oder einfach quer in der Wiese als Abgrenzung zu einer anderen Wiese. Jedenfalls nehmen wir einen feinen Schriftenpinsel und kommen von unten mit den Baumstämmen in die Äste hinauf, tupfen dann mit einem Aquarell Naturschwamm das Blattwerk und malen den Boden, den Horizont sozusagen an den, also unter die Bäume mehr oder weniger und ja, gehen dann auf der rechten Seite weiter, machen dasselbe noch einmal. Ihr habt gerade gesehen, man kann Bäume auch stippeln mit dem Ella-Stipp. Der eignet sich für sehr vieles, dieser Pinsel. Und ja, diese tolle Baumtechnik, wo man einfach tupfen kann und schnell mit ein paar Strichen, mit einem feinen Pinsel die Baumstämme hineinziehen. Man kann auch immer wieder drüber gehen, sodass man helle und dunkle Schattierungen in den Baumkronen hat. Das ist einfach, ja, mich fasziniert das immer wieder. Mit dem Aquarell Naturschwamm ziehen wir jetzt diese grau-neblige Farbe, gemischt aus einem Oxid Black mit einem Bordeaux Rot und auch einem Slate Grey Blue. So ist diese Baumreihe gemischt und nach unten ziehen wir es hinein in ein Gold Ochre, anschließend in ein Caput Mortuum oder sogar auch ein Bordeaux Rot kann man dazugeben. Von links habe ich wieder abgedunkelt mit einem Oxid Black gemischt mit einem Slate Grey Blue und schaue, dass ich nach vorne auch ein bisschen Grün hineinmische. Also entweder nehmt ihr ein Hooker's Green oder ein Oxid Green, gerade was ihr so bei der Hand habt. Ja, nun arbeiten wir noch ein bisschen an der Wiese, bevor wir es dann trocknen lassen, dass das einfach wirklich ein bisschen Struktur und Farbnuancen noch bekommt. In der Zeit sage ich euch, was ihr statt den Farben nehmen könntet, statt dem Gold Ochre, könntet ihr ein Cadmium Orange Hell verwenden, statt dieser rötlichen Farbe, also Cape und Mortuum oder Bordeaux-Rot, nehmt ihr einfach ein Alizarin-Karmesin, statt dem Slate Grey Blue ein Peines Graubläulich und statt dem Anthraquinone Blue ein Heliozylin-Blau. Unten, wo wir das Grün verwenden, also statt des Hooker's Green oder Oxid Green, verwendet ihr einfach ein Shadow Green und ein Undersea Green. Also man hat da wirklich viele Möglichkeiten. Nun habe ich ein Sepia Brown gemischt mit einem Oxid Black und ihr könnt auch noch ein bisschen Bordeaux Rot dazu tun und mit einem mittleren Detailpinsel malt ihr jetzt einen Feldzaun. Es ist eben nicht ein Gartenzaun, es ist ein Viehzaun mehr oder weniger und er ist schon ein bisschen alt, aber trotzdem bietet er uns eine wunderbare Perspektive.
sobald man einen Zaun irgendwo malt, geht es ganz weit nach hinten und das ist ideal, weil das genau das brauchen wir. Also wir ziehen den Zaun bis ganz in die Ferne. Und mit einem feinen Schriftenpinsel malen wir anschließend den Draht dazu hinein, mehr oder weniger, an die Spitzen und überall quer und kreuz, wo wir es möchten. Ihr müsst einfach aufpassen, nach hinten wird alles immer klein und schmal, nach vorne groß und breit. Also das macht einfach dann die Perspektive aus. Ja, nun seht ihr, der Zaun, der ist noch so ein bisschen verloren in unserer Wiese, den müssen wir jetzt noch gegen unten hin einbinden. Ein Sepia-Braun, das habt ihr auch in jeder anderen Palette, auch in einem 12-Näpfchen-Farbkasten von Schminke zum Beispiel. Ja, vielleicht ein Beige-Pink, da nehmt ihr dann einfach das Beige, was ihr dort habt. Das habe ich auch noch ein bisschen hineingemischt. Also ihr könnt das wirklich wunderbar ersetzen, auch mit den anderen angebotenen Farben. Wenn ihr jetzt wirklich mit einem 12-Näpfchen Schminkefarbkasten arbeitet, nehmt ihr einfach das Permanentgrün und das Phthalo-Grün gemischt mit einem Schwarz. Genauso wie ich hier auch die Grüntöne abdunkle mit einem Oxid Black. Also alles, was ihr in diesem Farbkasten findet, könnt ihr auch ersetzen durch die Farben beim Schminkefarbkasten. Natürlich ist die Qualität ein bisschen eine andere. Diese hier ist wirklich auf der Grundlage von Honig und komplett mit natürlichen Materialien, also Pigmenten gefüllt, Kosmetikpigmenten. Neben Honig und natürlichen Pigmenten gibt es noch das biologische Nelkenöl, was das Ganze haltbar macht, die Farbe haltbar macht. Nun seht ihr hier, ich habe hier jetzt noch ein Weiß dazu geholt. Das ist einfach ein Opak-Weiß. Das ist ein ganz gewöhnliches Schminke-Weiß, Gouache-Weiß, also ein Deckweiß. Und damit könnt ihr einfach noch so ein bisschen über das Bild spritzen, so dass man wie im Vordergrund weiße Blumen bekommt in der Wiese. Ja, nun sind wir fertig. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dieses kleine Technikvideo, wo ihr einfach so ein paar wenige sehr einfache Dinge gezeigt bekommen habt. Ich freue mich auf weitere Videos mit euch, spätestens am Freitag mit dem nächsten Video zum Thema Merlin und Artus. Alles Gute und bis bald. Tschüss.